Hallo und herzlich willkommen bei Dartsliebe. Ich bin Ben und ich zeige euch heute die Unicorn Jelle Klaassen Phase 2 Steel Darts. Jelle Klaassen, BDO-Weltmeister von 2006. Damals im Finale gegen Raymond van Barneveld kürte er sich zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten. 2016 erreichte er das PDC-WM-Halbfinale, schied dort gegen den späteren Weltmeister Gary Anderson aus. Seit dieser Zeit rennt Jelle Klaassen seiner Form etwas hinterher, fällt eher durch frühes Ausscheiden bei Turnieren auf. Seine Phase 2 Darts gibt es in 22 und 24 Gramm als Steel Dart und 18 und 20 Gramm als Soft Dart und Kaufpreis liegt ungefähr bei 100 Euro. Was in dieser Box drin ist und wie sie aussehen, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Video. Die Unicorn Jelle Klaassen Phase 2 kommen in dieser edlen Unicorn Sammlerbox, wie wir sie schon von anderen Darts kennen, relativ schlicht gehalten. Das ist die Weltmeister Edition Jelle Klaassen 2006, jüngster BDO Weltmeister aller Zeiten. Wir haben hier die 24 Gramm Version. Und hier wieder dieser Schieber, auch wieder edel, schlicht, weiß mit goldener Verzierung. Wie schon erwähnt, die Weltmeister-Edition. Wenn wir hier innen aufklappen, sehen wir eine Abbildung des Darts. Sehr schön in diesem Glanz zu erkennen. Diese Schlangenschuppen. Jelle Klaassen, ja, die Cobra, das ist so sein Spitzname. Hier links eine Abbildung von Jelle Klaassen mit einem kurzen Spielerprofil. Wenn wir hier das erste Inlay rausholen, sehen wir hier die Darts, 24 Gramm, ganz besonders mit dabei das Spieler L-Style Setup und hier unten drunter nochmal extra Zubehör, extra Schäfte und extra Flights. Kommen wir zu den Darts. Die Darts kommen mit 26 mm Smoothpoint Spitzen in schwarz gehalten. Hier leider wieder der Kommentar. Jelle Klaassen selbst spielt die Unicorn Groove Grip Points. Diese sind ab Werk nicht mit dabei. Diese müsste man sich wieder extra holen. Kommen wir nun zum Barrel. Ich nenne es mal wieder eine Torpedoform mit hier relativ mittig einer Griffmulde. Der Grip am ganzen Barrel ist relativ schlicht gehalten. Man spürt ihn, aber es ist jetzt nicht so, dass man da kleben bleibt. Hier vorne haben wir einen dreifachen Ringgrip mit einzelnen Verzierungen. Hier diesen Grip nennt Unicorn den speziellen Cobra Grip für Jelle Klaassen entwickelt. Ringgrip hier in dieser kleinen Griffmulde und hier hinten auch wieder Verzierung mit Cobra Grip. Diese Darts gibt es auch in der Noir-Version, also in Schwarz und ebenso auch in einer Puristen-Version in Bunt, da allerdings nur das Barrel mit dabei und kein extra Zubehör. Als Setup kommen hier L-Style-Schäfte und L-Style-Flights. Sehr schön, dass dies hier mit dabei ist. Ab Beginn. Interessant ist natürlich hier der Zubehör mit Unicorn Flights in Big Wing und Standard und einem Gripper 4 Schaft. Und noch interessanter ist hier ein L-Style Carbon Schaft. Wer sich damit auskennt, weiß, ein Set dieser Schäfte kostet mehr wie 10 Euro. Dies ist im Zubehörset mit dabei. Das erste Barrel hat 24,14 Gramm. Das zweite Barrel 24,16 und das dritte Barrel 24,22 Gramm. Die Barrellänge
beträgt 45,9 mm und der Durchmesser dieser 24 Gramm Version beträgt 7,3 mm und damit ab ans Board. Das waren für euch die Unicorn Yellow Glasen Phase 2 Steel Darts. Wieder mal auffällig, dass speziell für Yellow Glasen geformte Barrel hier eine Torpedoform mit diesen braunen Verfärbungen und diesem speziellen Cobra Grip wirklich sehr schön verarbeitet. Auch die Sammlerbox wieder wunderbar mit genug Zubehör zum Austauschen. Lobenswert hier das Original Spieler Setup von L-Style direkt mit dabei. Dies würde man sich auch wünschen, vor allem aus deutscher Sicht bei den Darts von Gabriel Clemens. Negativ zu bewerten hier wieder der Preis von 100 Euro plus X, je nach Dartshop. Das muss wieder jeder von euch selber wissen, ob es das für euch wert ist. Wenn ihr weitere Fragen zu diesen Darts habt, schreibt in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.